Ich will Europa stärken, weil es uns den Frieden sichert. Ich will Europa stärken, weil ich mir als gebürtige Saarländerin ein Leben ohne Europa gar nicht vorstellen kann. Ich möchte Europa stärken, weil ich möchte, dass auch unsere vier Kinder in Frieden, Freiheit und Wohlstand in einem demokratischen Europa aufwachsen können. Wenn wir das Vertrauen in Europa, in die Europäische Union wieder stärken wollen, dann geht es darum, ganz konkrete Probleme zu lösen und es eben auch spürbar zu machen, dass wir gemeinsam stärker sind. Ich will Europa stärken, weil wir nur gemeinsam die großen Probleme angehen können, zum Beispiel die Bekämpfung des Klimawandels oder die Bekämpfung von Fluchtursachen. Ich will Europa stärken, weil es ein verdammt schöner Kontinent ist, weil es wert ist, für ihn einzutreten. Denken Sie an die Landschaften, die Kultur, die verschiedenen Traditionen, die Sprachen. Es ist schön, Europäer zu sein, deswegen starkes Europa. Ich will Europa stärken, weil es das Friedensprojekt ist und wir die großen Herausforderungen nur gemeinsam in Europa lösen können. Ich will Europa stärken, weil Regionalität und Heimat erst in der Vielfalt und in dem Austausch etwas Besonderes sind. Und Europa ist das Gegenteil von Nationalismus. Europa ist unsere Zukunft. Ich will Europa stärken, weil ich möchte, dass wir auch in Zukunft in Wohlstand leben. Und dazu gehört, dass innovative Unternehmen in Zukunft in Europa einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt vorfinden, der sie wettbewerbsfähig macht mit anderen Weltregionen wie die USA oder China. Ich will Europa stärken, weil ich über viele Jahre erlebt habe, wie die Grenze zu Polen dicht gewesen ist. Und seitdem wir keine Grenzkontrollen mehr haben, es aufwärts geht, wirtschaftlich die Menschen wieder zusammenfinden, das wünsche ich mir auch in den kommenden Jahren. Ich will Europa stärken, weil wir Europäer nur gemeinsam in Fragen der inneren und äußeren Sicherheit, der Abwehr des Terrors, den sozialen und ökonomischen Konsequenzen von Globalisierung und Digitalisierung, im Zeitalter von Klimawandel, unsere Rechte wahrnehmen können und unser Schicksal nicht allein Washington, Moskau oder Peking überlassen. Europa hat uns Frieden gebracht und Wohlstand. Europa ist für die Zukunft unserer Kinder von unschätzbarer Bedeutung. Und deshalb machen Sie mit, erkundigen Sie sich, informieren Sie sich. Wir haben viele tolle Angebote und ich freue mich darauf, Sie irgendwo in Deutschland wiederzusehen bei einer spannenden Veranstaltung zu Europa und dazu, wie wir dieses Europa in Zukunft gestalten wollen. Europa stärken, weil die großen Herausforderungen der Bekämpfung von Kriminalität und Terrorismus nur europäisch zu lösen sind. Wir brauchen eine stärkere Zusammenarbeit von Justiz und Polizeibehörden über die Grenzen der Nationalstaaten hinaus. Deswegen mehr Europa. Ich will Europa stärken, weil Europa Friedensgeschichte geschrieben hat und weil Europa für unseren Wohlstand, für unsere Sicherheit, für unsere Wertegemeinschaft, kurzum für unsere Zukunft wesentlich ist. Ich will Europa stärken, weil Europa unsere gemeinsame Heimat ist und wir seine Freiheit und auch unsere europäischen Werte schützen wollen. Ich will Europa stärken, weil wir nur gemeinsam mit unseren europäischen Partnern die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen, stemmen können. Zwischen China, USA, Afrika. Europa ist stark, aber es muss auch stark bleiben.